Dichter Rauch und meterhoher Feuerschein. Ein regelrechtes Inferno wartete auf die Einsatzkräfte in der Westernstadt Pullman City im Landkreis Passau. Wo normalerweise jährlich ca. 400.000 Besucher die Welt des Wilden Westens erleben können, wüten nun die Flammen. Das Feuer bricht aus bisher unbekannten Gründen im Gastronomiebereich auf der sogenannten Main Street aus und verbreitet sich schnell über die größtenteils aus Holz gebauten Gebäude. Ein Drittel des Hauptbereichs des Erlebnisparks ist nur noch Schutt und Asche. Mitarbeiter versuchen noch vergeblich, den Brand selbst zu löschen. Wir haben drin gearbeitet und es hat draußen zum Brennen angefangen. Wir hätten probiert, mit dem Feuerlöscher zu löschen. Und nachdem das zwei Feuerlöscher ausbrennt waren, bin ich wieder rein und habe den dritten Feuerlöscher genommen und bin oben in der Galerie gewesen. Und dann hat es oben schon in der Galerie eingebrennt. Das war eine Sache, auf zwei Minuten hast du da nicht mehr hingekriegt. Etwa 180 Besucher befinden sich da noch in der Hotelanlage des Parks und müssen so schnell wie möglich geweckt und gerettet werden. Ein Kumpel von mir ist aufgewacht und hat gemeint, draußen wäre Sturm. Und nachher hat er gesagt, da gehen Sirenen. Ich habe das aber nicht geglaubt. Und dann ist mein Mann aufgestanden, ist nach draußen und sagt, die Hütte brennt. Und ich habe erst mal, wie die Hütte brennt. Und dann bin ich selber raus und habe geguckt und sage, der Park brennt. Ja, und dann bin ich zu die Nachbarhütte rüber, habe die Leute aufgeweckt und habe dann geschaut, dass unsere Leute die Sachen zusammenpacken. Glücklicherweise kommen alle Besucher und Mitarbeiter ohne schwere Verletzungen heraus. Und die Feuerwehr kann den Brand erfolgreich von den Schlafbereichen fernhalten und die Flammen löschen. Die Einsatzkräfte haben hier wirklich tolle Arbeit geleistet. Und aktuell muss man jetzt die Lage sichten. Was ist tatsächlich die Ursache, was ist passiert, wie groß ist der Schaden, das kann man aktuell noch nicht sagen. Mittlerweile gehe man von einem Schaden in zweistelliger Millionenhöhe aus. Viel zu retten ist von den abgebrannten Gebäuden nicht mehr. Der Großteil muss von Grund auf neu errichtet werden. Trotzdem hat der Betreiber heute verkündet, spätestens Mitte April will der Touristenmagnet aus Ostbayern seine Saluntüren wieder öffnen.